Servus Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist das letzte Video meiner Heimkino-Setup-Serie. Heute geht das Ganze mal um Dolby Atmos und wir beschäftigen uns etwas mit der Technik und natürlich mit den Lautsprechern. Viel Spaß! Ich denke mal, Dolby Atmos ist den meisten von euch bereits ein Begriff. Das ist mittlerweile ziemlich weit verbreitet und man kann das Ganze auch streamen bei Netflix und Co. Und es gibt natürlich auch einige Spiele, die Dolby Atmos unterstützen. Dafür braucht man allerdings die passende Konsole und die habe ich leider nicht. Daher bin ich da noch nicht in den Genuss gekommen. Im Vergleich zu Dolby Digital Plus war der Klang vorher kanalbasiert und ist jetzt objektbasiert. Das heißt, es kommen manche Geräusche auch nur aus manchen Lautsprechern. Das hat vorher nicht so funktioniert. Und dadurch wird einfach ein immersiveres Erlebnis erzeugt, wenn zum Beispiel der Helikopter von oben kommt und ihr ihn wirklich von oben hören könnt oder die Regentropfen von oben kommen, dann ist das Ganze natürlich viel intensiver, wie wenn die Regentropfen aus allen Lautsprechern kommen. Beziehungsweise nur aus vorderen Lautsprechern mit anderen Tönen noch. Aber jetzt schauen wir uns mal die Lautsprecher an, die ich mir da zugelegt habe. Das sind auch wieder von Hecco, die Hecco AM200 Module. Diese habe ich, wie es sich gehört, an meinen Denon AVR X2700H an die Höhenkanäle angeschlossen und dann das Ganze natürlich eingemessen. Bei den AM, also Atmos Modulen, handelt es sich streng nach den Atmos Richtlinien hergestellten bzw. entwickelten Lautsprecher, welcher mit einem 125 mm Tiefmitteltöner und einem 20 mm Hochtöner versehen ist. Das Ganze kommt dann verpackt in einem stabilen, keilförmigen Gehäuse, in meinem Fall in Schwarz, gibt es allerdings auch in Weiß. Vorne haben wir wieder eine abnehmbare Frontabdeckung, diesmal allerdings leider nicht magnetisch wie bei den anderen Aurora-Lautsprechern und um die Membran haben wir noch einen schönen Metallring. Auf der Rückseite des Lautsprechers befindet sich das Terminal mit den vergoldeten Anschlüssen. Hier haben wir allerdings keine Montagemöglichkeit, um den Lautsprecher an die Wand aufzuhängen. Das finde ich ein bisschen schade, denn die gibt es bei den anderen Herstellern, da hat man einen Lautsprecher für zwei Einsatzzwecke. Allerdings sind die Atmos-Module hier auch nur für den Upfiring-Modus gedacht. Die Wandmontage solcher Lautsprecher erzeugt natürlich ein besseres Klangbild und ist effektiver. Allerdings muss man bedenken, hat man hier auch einen deutlich höheren Aufwand. Man muss entweder Kabel in den Wänden haben oder sich was anderes überlegen und die Lautsprecher aufhängen. Das ist schon deutlich aufwendiger wie mit den Upfiring-Lautsprechern. Das Ganze kam für mich daher nicht in Frage, denn ich wohne hier nur zur Miete und da lohnt sich das nicht. Ich habe das Ganze testweise dennoch mal ausprobiert und muss wirklich sagen, ich kann euch nur ans Herzen legen, kauft euch Lautsprecher mit Wandmontage-Möglichkeit zumindest, denn das macht das Ganze nochmal deutlich intensiver wie über den Upfiring-Modus. Allerdings mache ich es trotzdem nicht so bei mir. In meinem Fall habe ich die Atmos-Module dann einfach auf meine Fronts draufgestellt, so wie es sich auch gehört, auf die Hecco Aurora 700. Die Atmos-Module sind aber etwas schmaler, passen daher auch auf schmalere Lautsprecher. Die Atmos-Module haben circa eine Breite von 160 mm, eine Höhe von 140 mm und eine Tiefe von 320 mm. Man kann das Ganze so wie ich es aufgebaut habe machen, das heißt ein bestehendes 5.1 System zum Beispiel erweitern, dann hat man 5.1.2. Das heißt, man hat dann zwei Upfiring Lautsprecher bzw. zwei Atmos Module in der Front. Oder man macht es als 5.1.4, dann hat man natürlich auch noch zwei hinten, was das Ganze natürlich auch nochmal steigern sollte. Natürlich gibt es hier unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten, denn da kann man auch noch mit viel mehr Lautsprechern spielen. Die Module haben einen Wirkungsgrad von 88 dB und die Übergangsfrequenz der Lautsprecher ist 3500 Hertz. Sie sind belastbar bis 40 bzw. 100 Watt RMS und der Frequenzbereich geht laut Hecco von 50 bis 35.000 Hertz. Empfohlen wird für den Lautsprecher auch wieder eine sehr breite Spanne von 20 bis 100 Watt, also an Verstärkerleistung, kann man sehen wie man will, somit kann man das Teil eigentlich überall ran verwenden. Beziehungsweise die zwei Lautsprecher. Die Atmos-Module kosten aktuell im Hecco-Shop 236 Euro mit dem Code TECHMAXTV, den verlinke ich euch natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, genauso wie die Produkte, also die Lautsprecher. Ich kann wirklich sagen, im Vergleich zu vorher, also ohne Atmos, ist der Unterschied einfach nochmal richtig immens. Das Ganze macht das Filmerlebnis einfach viel immersiver und spannender,
weil einfach man ist viel tiefer drin in dem Film oder in dem Spiel. Das Ganze hüllt dich einfach viel mehr ein. Leider hat mein AVR keine freien Ausgänge mehr, sonst hätte ich das Ganze mal als 5.1.4 System ausprobiert, denn das würde mich auf jeden Fall auch mal noch interessieren. Ich finde, die 240 Euro für die Dolby Atmos Module sind es auf jeden Fall wert, denn der Unterschied zu ohne Atmos ist einfach wirklich nochmal immens. Und ich muss auch sagen, dass sie preislich wirklich sehr weit unten angesiedelt sind. Daher kann ich euch die Teile wirklich nur empfehlen. Wer in den Genuss von Dolby Atmos einsteigen will, kann am besten hier zuschlagen. Guten Gewissens. Das wäre es dann auch schon. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, falls nicht ein Dislike. Gerne dürft ihr mich auch abonnieren und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.